Herzlich willkommen bei GTA Level Asian. Wir fahren heute wieder ein Rennen und der Naku ist auch wieder dabei. Hallo Naku. Hallöle, Takchen, was geht? Und los geht's. Ich hoffe, du bist frisch und munter. Ich gammel mir mal ein bisschen Windschatten. Naja, ich bin Toll. etwas müde. Danke für den Boost. Ja, ich habe mich dabei überdreht. Fängt ja gut an. Oh, erstmal das Wichtigste rausziehen, rausholen hier. Da 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 da. Uiuiuiui. Das ist wieder eine Schmidaya-Map. Gefällt mir. Genau, also ich spiele am liebsten grundsätzlich die Maps von Schmidaya, weil die einfach schön sadistisch sind. Wieso habe ich einen Ciao. Platten? Ich hab den Reifen zerschossen. Okay. Ups. Ciao. Boah, da hast du Glück gehabt, Alter. Da hast du richtig Glück gehabt. Jo, und ich bin zu blöd zum Auffahren. Bullalalala. Oh Gott! Schon wieder so eine Nummer mit diesen riesigen Zielscheiben. Bläh. So schwierig war das jetzt aber nicht. Naja, kam nur unerwartet. Ich war schon komplett oben auf den Dingen und hatte dann keine Möglichkeit mehr, ein bisschen Schwung da rauszuholen. Habe ich dir schon mal gesagt, dass ich Auffahrten mit größerem Abstand scheiße finde und Wallride-Jumps nach unten scheiße finde? Ja, schon öfter. Hab ich ja schon mal gesagt, dass ich die Auffahrten mit diesem scheiß schmalen Halbloop in scheiße finde. Warum habe ich mich jetzt überdreht? Ich habe nicht mal gelenkt. What the fuck? Nein, ich bin zu weit nach oben gezogen. Lecken Sie Füße. Aber nicht meine. Wir wollen ja auch nur Ekel und keine Toten. Wo ist denn eigentlich der Punkt? Hast du mich gerade angeschossen? Ich weiß von nix. Nein! Oh Gott! Welchem Gewehr denn? Präzisionsgewehr oder Sniper? Kommt das nicht aufs Gleiche raus? Mm-mm. Sniper kannst du ranzoomen. Also wenn du Zielfernrohr benutzt schon. Was mache ich denn da? Da muss das Sniper gewesen sein. Ich sehe noch, wie du da stehst und die scheiß Dinger dahin wirfst. Und du fährst trotzdem rein. Ja, was soll ich machen? Einfach nicht fahren oder was? Zum Beispiel. Überdreht. Aber ich Ich kann glaube, nicht wir richtig werden. abgehen und singen, weil hier Leute schlafen. Hauptsache, jetzt ist. Ich bin gerade respawned, ne? Mein Auto fällt runter und landet allen Ernstes auf der Auffahrt. Ich Witzig. musste das gerade erstmal wieder runterkicken, damit ich überhaupt fahren kann. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Come on, everybody, clap your hands. Oh, Kannst du mir nicht tun? wish Du hast me es luck, wish me geschafft. luck, wish me luck. Nein. Tobi hat's.
Yes! Tobi hat's wirklich. Ja. Willst du mich verarschen? Ich habe gerade eine Annäherungsmine gelegt. Ich hab's wirklich, wirklich. Digga, kannst du mal schießen? Okay, und der nächste ist... hier hinten irgendwo. Lass mal die Annäherungsmine wegpacken. Es geht schon wieder damit los, dass ich mich die ganze Zeit nur überdrehe, wenn ich lande. Scheiße, das ist genau das, was mich... Ach, egal. Kriegt deine Aggression. Kriegt deine Aggression in den Griff. Du musst zu Aggressionstherapie. Ich muss zu Aggressionstherapie? Krasses Scheiße. Und da gibt immer Döner. Ja, Döner gut, Mann. Toll, jetzt habe ich mich nicht überdreht, war aber zu weit nach unten ausgerichtet, um weiterfahren zu können. Scheiße. Yes, baby. Baby, baby, baby. Und next one, first try, komm. Baby, 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 first try, komm. Nein, baby, baby, gibt kein first try. Boah, Alter, die Map wird ewig dauern. Das sind 94 fucking Punkte. Ich hab ja schon 25. Lächerlich, okay. Denn da rein, wenn ich einfach so gerade springe, wahrscheinlich nicht. Oder? Doch, die Möglichkeit besteht. Nein! Das kann nicht wahr sein. Ich war gerade auf der schwarzen Spirale und überdrehe mich um den Jet. Dein Ernst? Den Scheiß mache ich nicht nochmal, Alter. Den verdammten Ernst. Scheiß dich halt. So, ich muss den Kack nicht nochmal machen. Hier unten liegt ein Auto von mir. Kannst du das rausschneiden? Was? Dass ich mir einen Jet hole, beziehungsweise dass ich sage, dass ich mir einen Jet hole. Du holst ja wirklich einen Jet. Ja, aber sobald ich den nächsten Punkt habe, fahre ich dann direkt vor der Wand. Warum tust du sowas? Weil ich mich kenne und wahrscheinlich Rage quitten würde, wenn ich das in den nächsten 10 Minuten nicht schaffe, beziehungsweise 10, 15 Minuten. Weil das auch das letzte Mal so war, dass ich, ich glaube, wir haben die Map eine Stunde, anderthalb gespielt oder so. Und in der ganzen Zeit kam ich nicht ein einziges Mal durch den Punkt durch. Ich bin einmal lucky bis zu den Spiralen gekommen, wie gerade eben, und habe mich dann auf, vom Übergang von der weißen auf die schwarze überdreht, weil ich zu heftig gelenkt habe. Und habe dann einfach darauf gewartet, dass du die Map beendest. Bin ich die überhaupt zu Ende gefahren? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Kann sein, dass ich nicht zu Ende gefahren bin. Weil mir kommen viele Stellen gerade nicht bekannt vor. Ist eigentlich Verkehr angemacht? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Nee, ne. Warum? Wenn der Verkehr aus ist, stehen da nämlich keine Jets. Das
Das kannst du mir doch nicht antun. Naja, immerhin weißt du jetzt, dass es eine Möglichkeit gibt, sich gegenseitig zu trollen, ohne dass jemand Bescheid. Vielleicht habe ich Glück und da steht trotzdem ein Jet, aber soweit ich weiß, wenn der Verkehr aus ist, steht noch keiner. Ich habe über den ganzen Highway kein einziges Auto gesehen, also Verkehr ist definitiv nicht an. Ich hoffe, ich fahre jetzt nicht umsonst da hoch, Alter. Du kannst ja respawnen. Ja, aber dann muss ich den Kack ja trotzdem fahren. Schon wieder. Das hat zweimal fast bis zum Punkt geschafft. Viermal. Ja, und ich war nur einmal bis zum Punkt und hab den dann aber auch bekommen. Ich hab mich richtig blöd überdreht. Ich bin extra langsam gefahren, weil ich nicht wusste, was kommt. Ob noch irgendwas auf den Spiralen ist, was mich nerven könnte. War aber auch zu gestresst, um mal eben zu fragen. War doch, dann... du hast das beim letzten Mal geschafft. Jetzt kommt eine Stelle, an die ich mich erinnern kann, Alter. Okay, da stehen keine Jets. Da ist kein Jet. Ich hab's beim letzten Mal echt geschafft. Ja, und jetzt kommt nämlich eine Stelle, an die ich mich erinnere. Weil wir waren da beide. Es gibt keine Jets. Ja, genau. Wir haben uns da übelst aufgeregt an der Stelle. Was fahre ich mir hier wieder für einen Scheiß zusammen? Also wenn ich die erste Etage packe, ne, dann easy, wirklich easy. Ne, second try den Punkt. Heftig. Streu auch noch Salz in die Wunde, ist okay. ab wann ist eigentlich die Stelle, wo du nicht mehr wo du nicht mehr Sachen rausschneidest? Ich bin am überlegen, ob ich überhaupt was rausschneide. Das darf nicht. Ja, aber dann wissen die Leute ja, dass wir die Strecke schon mal gefahren sind. Ja, so schlimm ist das nicht. Die Verzweiflung mitzukriegen ist einfach menschlich. Oh, fuck, Alter! Aha, okay, so geht die Auffahrt. Okay, das ist Hashtag 109, ne? Nein, 103. Echt? Ja. Okay, dann weiß ich, welche Map ich nicht mehr fahre. Also ich werde die danach auch nicht mehr fahren, weil ich mittlerweile eine Liste führe, welche ich schon gefahren bin und welche nicht. Die kommt gleich auf die Liste drauf. Ich überdrehe mich jedes verdammte Mal bei dem zweiten Zielscheiben-Scheiß. Beziehungsweise davor. Jedes Mal. Hä? Bin ich denn jetzt, hä? Oh. Okay, man darf nicht auf ein Spät zu geben. Nein, der hat das allen Ernstes so gebaut, dass das nicht geht. Oh, Alter. Ein Erbauer, der mitdenkt. Naja. Ich weiß nicht, ob ich ihn gerade dafür lieben oder hassen soll. Okay, voll spät, voll spät. Mit voll spät geht das. Was kommt next? Noch mehr weniger Grip, ja, alles klar, Tobi. Ja, alles klar. Aber mit voll spät kennst du dich ja aus, ne? Du kommst ja immer zu spät. Das halte ich für ein Gerücht. Ja, meistens. Ah, gut, da kenne ich auch ein paar Kollegen, die sind wesentlich schlimmer. Och, ich habe das nicht ernsthaft geschafft. Ich sehe den Punkt. Ich muss nur noch drauf zufahren. Ja, dann holen dir. Sau.
Wieso überdrehe ich mich denn? Moment, so langsam. Aber wenn ich schneller fahre, dann düse ich einfach raus. Das ist unlogisch. Jetzt kommen Spiralen. Loopings. Du wolltest gucken, mal welchen Punkt du bist. Ich habe noch ein bisschen was vor mir. Ich bräuchte eine Zahl, damit könnte ich was anfangen. 42. Echt jetzt? Du bist gerade 20 Punkte vor mir. Du weißt auch nicht, was für eine Tortur dich da noch erwartet. Mach mir Mut, damit ich noch mehr Lust habe, weiterzufahren. Aber der Vorteil, dass ich das jetzt hier jetzt playe, ist ja. Okay, da hoch geht's. Ist ja, dass du dir die Strecken danach mal anschauen kannst. Ja, so nach dem Motto, hey, du Loser, du kannst sie eh nicht zu Ende fahren. Aber hey, wenn du willst, kannst du sie dir bei mir angucken. So war das nicht gemeint. Ich war wieder zu langsam, verdammte Scheiße! Bei der letzten Zielscheibe entweder überdrehe ich mich oder ich bin zu langsam. Oh, nein, das war so ich hab's schon Glück. Wieder geschafft und hab mich schon wieder überdreht, Alter! So ein Glück. So ein Glück, dass ich den auf die Art und Weise bekommen habe, ne? Was hat er jetzt für eine Gemeinheit? Das kann doch nicht wahr sein. Alter, das ist so frustrierend. Toll. 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 Tschüss, Punkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Sieh mal zu, dass du die Map langsam beendest. Jetzt übertreib dich, so schlimm ist das auch nicht. Na, kennst mich ja, ich bin ungeduldig wie sonst was. Ja, leider. Geduld ist überhaupt nicht meine Stärke. Das Ganze wäre viel einfacher, wenn ich die Chest einfach überspringen könnte. Dabei hapert sie. Aber nein, obwohl, wenn ich ein bisschen weiter... Okay, das ist auch nicht nett. Ganz enger Wallride nach oben und an der Spitze oben geht er direkt ohne gerade Stück runter in einen Wallride nach unten. Einfach langsam fahren. Komm hier hin und mach vor. Moment. Oh, so. Hat was im Auge. So. Ja. Du mich auch. Genau. So, Scheiße. Leisure, Lash. Nein, das Schöne an der Geschichte ist, dass ich das ja aufnehme oder hochlade, ist ja, dass du dann siehst, welche Qualen dir erspart geblieben sind. Ja, noch hast nicht gesagt, ob sie mir erspart bleiben. Das stimmt. Das ist ja nicht das Ziel. Das kann doch nicht wahr sein. Oha. So ein Scheißspiel. Oha. Du hast jetzt scheiß Spiel gesagt, ehrlich. Ja. Oh. Ey, das gibt's nicht. Sehr gut. Okay, und jetzt? Einfach nur noch unten? Tatsächlich. Meine ersten 5 Minuten, da sagen wir 10 Minuten hier bei dem Punkt, waren so geschmeidig, die haben so gut funktioniert. Jetzt krieg ich gar nichts mehr auf die Kette. Konzentration, ciao.
Ich überdrehe mich schon, bevor ich überhaupt beim zweiten Sprung bin. Ja, manchmal ist das so. Den Effekt habe ich auch schon mal gehabt. Noch eine Runde, nett. Soll ich dich erlösen? Warte. Nicht reden. Oh, um Gottes Willen. Ich hab den Punkt. Ich stehe vorm Ziel. Dein Ernst? Ja. Wartest du noch einen Moment? Ja, ja. So, Freunde, ich verabschiede mich erstmal. Ich werde jetzt die Aufnahme pausieren, bis der Herr Naku soweit ist. Er möchte ja auch einiges von der Strecke haben. Und dann sehen wir uns gleich wieder für den grünen Abschluss. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Und der Naku dreht hier schon seine Runden. Er ist auch gleich soweit. Ja, und er regt sich tierisch auf. Zweite Runde durch den Block. Und er dreht die dritte Runde durch den Block. Ihr könnt jetzt unten an der Zeit sehen, wie lange ich ungefähr gebraucht habe, Leute. Ich habe nach dem einen Punkt, wo ich die ganze Zeit hing, für den kompletten Rest nicht mal ganz 10 Minuten gebraucht. Also die Aussage, dass es in 20 Minuten unmöglich ist, möchte ich an dieser Stelle zurückziehen. Aber Schmidaya ist trotzdem ein Arsch. So, und damit... Ein Arsch, aber er ist ein Arsch. Damit bedanke ich mich natürlich, dass ihr auch diesmal wieder dabei gewesen seid. Ihr habt Narkos Verzweiflung ein bisschen mitbekommen. Auch zu Recht, das kann schon manchmal haarsträubend sein. Haut den Like-Button, lasst mir ein Abo da, damit ihr nichts verpasst. Und schaut auch mal bei Narkolepsie vorbei. Er spielt ein paar andere Spiele im Moment. Vielleicht ist was dabei, was euch interessiert. Würde mich freuen, würde uns freuen. Und ich sag mal bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.